meine Motivation war, als ich einen Bandscheibenvorfall bekommen hatte und das dann auch diagnostiziert wurde, musste ich auf jeden Fall was tun. Und die Bewegung hat mir einfach sehr viel geholfen. Und mir war klar, dass es ohne Sport jetzt so nicht mehr geht. Und deswegen habe ich mich dann beim Point angemeldet. Also die Unterstützung kam von den Trainern, die haben mich sehr unterstützt und mir immer geholfen, die Geräte auch dann neu einzustellen, wenn die Beweglichkeit auch wieder besser wurde, und haben mir auch immer wieder neue Tipps und Tricks gezeigt. Also nachdem dann die zwei Kinder dann auf der Welt waren, habe ich es geschafft, durch die Kinderbetreuung eben hier trainieren zu können, weil die ist wirklich auch sehr gut und habe meine Kids immer sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt und konnte dann in der Zeit wirklich mich auf mein Training konzentrieren. Und nach den Schwangerschaften haben mir natürlich auch die Kurse geholfen. Also ich habe dann Pilates gemacht, um wieder im Rumpf auch fit zu werden. Genau, also ich habe dann, nachdem die Stabilität eben wieder hergestellt war, habe ich dann mit dem Laufsport für mich angefangen. Und das habe ich im Wald gemacht, bin dann erstmal mit so 3 Kilometer so gerade so über die Runden gekommen. Und das wurde dann immer mehr, und da hat eben auch das Krafttraining mir sehr geholfen. Und ein Jahr später konnte ich dann schon einen Halbmarathon laufen, und wieder ein Jahr später habe ich dann schon an einem Marathon teilgenommen, und es wurde dann immer mehr bis zu Ultraläufen oder auch Etappenläufe über die Berge, 8 Tage. Das zieht sich halt bis heute durch, dass ich da immer dranbleibe und weitermache. Und also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, und genau, locker bleiben.